So, ihr Latschen, Kiefer, Lutschen, den alten Vögel, wollt ihr jetzt mal einen Real Talk haben? Ihr wollt jetzt mal einen richtigen Real Talk hören? Kann ich euch gerne mal geben. Weißt du, wenn wir jetzt mal einen richtigen Real Talk machen? Kein Monte Real Talk. Ich setze mich 10 Minuten hin, esse eine Pizza und mache Donations von 300, 400 Euro. Nein, wir richtigen Real Talk. Wo fangen wir an? Na? YouTube. Wo soll ich da anfangen? Das ist schon die erste Frage. Wo fange ich da an? Richtigen Real Talk, da wollen wir mal drüber reden. Ja, genau. Machen wir mal. Wir machen mal richtigen Real Talk. Genauso wie ihr dann von YouTube an erwartet. So, Punkt 1. Ja? Ich weiß. Deswegen nehme ich mir das jetzt mal raus, weil mir das am einfachsten fällt. Wir gehen jetzt einfach mal von Frauen aus, ja? Von Single-Börsen. So, 99% der Frauen sagen in Single-Börsen, auch im realen Leben, ich gehe nicht nach dem Aussehen. Das sagen Frauen, die hässlich sind. Und selbst Frauen, die hässlich sind, selbst ein Großteil von diesen Frauen, will ich nicht. Ist mir völlig verständlich, sehe ich auch gar kein Problem mit. Ja? Da sehe ich auch überhaupt kein Problem mit. Aber diese Scheinheiligkeit, die Frauen an den Tag bringen, da sehe ich das Problem. Unter anderem sehe ich auch das Problem von Single-Börsen, denn Single-Börsen, ich habe die nochmal installiert, damit ich den Faden nicht verliere. Wie Lovu, Jaumo, Yapi, wird das Jaumo ausgesprochen? Joyce, selbst einschlägige Sachen, da ich eher ein dominanter Mann bin, zum Beispiel so Sachen wie Joy Club etc., habe ich mit einer Frau gesprochen, die sagte zu mir, nein, ich habe da super jemanden gefunden. Ja, als Frau findest du auch problemlos jemanden. Da ist es scheißegal. Denn selbst auf einschlägigen Seiten, wenn es dann um die Ernsthaftigkeit bzw. darum geht, wirklich jemanden kennenlernen zu können als Mann, bist du im Großteil dazu gezwungen, Geld zu bezahlen. Und ich persönlich soll Geld dafür bezahlen, um bei noch mehr Frauen abzublitzen. Ja? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht mal so großen Problem, eine Frau kennenzulernen oder aufzureißen oder sonstiges, wie man es nennt. Ja? Aber im realen Leben. Online sieht das da schon wieder ganz anders aus. Das ist ein Punkt. Ich schwitze wie eine Sau, ich bin fett, ich bin hässlich, gut, das ist aber ein Punkt. Aber in dem, was ich tue, das will ich nur weniger, aber in dem, was ich tue, bin ich verdammt gut. Und die Leute, die mich im realen Leben kennenlernen, die wissen das und die wissen das zu schätzen. Sonst würden Frauen nicht immer wieder zu mir ankommen. Dessen Namen ich mir nicht mal merken kann. Großteil nie. Und ich glaube, das liegt weniger an mir. Es war so eine Phase, wo ich halt mehr getrunken habe, als es gut war. Und die Sache ist, dass es jedes Mal passiert ist, ich musste nur ein einziges Bier trinken und es ist jedes Mal passiert, wenn ich mir einen gebömmelt habe, bin ich nächsten Morgen wach gewesen, neben einer Frau und ich mir dachte, ach du Scheiße, was hast du dir jetzt wieder angetan? Ja, denn nicht nur ihr Frauen macht diese Fehler, wir Männer machen die Fehler viel öfter und ihr Frauen seid nüchtern und geht darauf ein. Und gerade die Sache, wer mich verfolgt hat, wenn man jetzt ein bisschen mal so 5 Sekunden nachdenkt, was Peitschen etc. angeht und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn man da mal 5 Sekunden drüber nachdenkt, kann man sich denken, was ich mache. Und dass ich da so leichtes Spiel habe, das solltet ihr Frauen euch schämen, nicht die Männer. Und ja, ich könnte jetzt auch wieder mit irgendwelchen Statistiken oder sonst was um die Ecke kommen. Was ich auch mal so lustig finde, weil dann kommen diese Statistiken, dass Frauen viel öfter fremdgehen. Es ist mir doch scheißegal, wer öfter fremdgeht. Ich brauche das nicht. Ja? Und ich habe ehemalige Frauen von mir kennengelernt, die waren in den Sachen, die ich mache, nicht so inversiert. Die hatten da nicht viel mit zu tun. Die hatten zum Beispiel da Vorstellungen etc. Die sind aber jetzt so abgewichst, die ficken sich durch die Gegend, rechtfertigen das mit sonst was, was mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat. Also ehrlich, ich hab mit mehreren von gesprochen, mit denen ich was zu tun hatte. Und die sind alle so abgedriftet, dass ich mir, das nennt man ja Fremdscham, glaube ich, ne? Bei euch. Jungen Leuten nennt man das Fremdscham. Wo ich mich dann wirklich fremdgeschämt habe, was die mir für Geschichten erzählt haben, was die so durchziehen und dann noch stolz drauf sind. Selbst mein Hund hat sich abgewendet, wie man sieht. Wer es an der Kamera sieht, ist ein anderes Thema, aber selbst mein Hund wendet sich ab bei diesem Gedöns. Ja? Und ich finde das auch ganz witzig, dass ich Abonnenten verliere, die es
setze mich hier hin, ich lasse mir Sachen einfallen, ich bestelle mir Sachen, das geht ja alles auf meine Kosten. Ich verdiene ja nicht so wie andere Leute mit YouTube Geld. Und wenn es dann heißt, ja, ist aus meiner eigenen Tasche bezahlt, ja, dann wird das von der Steuer abgesetzt. Dann ist gar nichts überbezahlt, am Ende trotzdem nicht. Du wirst einfach stumpf angelogen. Geht's denn? Ja, letztendlich werdet ihr zu 99% sowieso alleine schon mit den Clickbait-Bildern und sowas verarscht, dann mit den Videos selber und dann noch mit den Aussagen der größten YouTuber. Und da ist so ein Punkt. KuchenTV redet auch jeden schlecht, aber er ist der Beste. Und wenn dann einer mit, wenn er dann zum Beispiel mit seinen eigenen Aussagen konfrontiert wird, dann rudert er zurück, argumentiert anders, sodass er trotzdem wieder im guten Licht steht. Das ist auch so ein Punkt. Der macht es so. Und Hannah Beck sagt von wegen, nein, Handy am Steuer gar nicht, aber ich kann ja nebenbei bei 50 km/h eine WhatsApp schreiben und eine Sprachnachricht. Aber gleichzeitig ist Handy am Steuer vollkommen falsch. Und nur wenn ich alleine fahre, wenn die Straße leer ist. Erstens mal, du weißt gar nicht, ob die Straße leer ist, ob das am Tag und Nacht ist, weißt du gar nicht. Zweitens, ob du jetzt eine Sekunde auf der, auch wenn er dann anfängt zu lamentieren von wegen Navi, stell dich vorher ein. Wenn ich ein Radio einstelle, dann fummel ich entweder nicht dran rum oder... Hey! Hey! Oder ich habe eine Steuerungseinheit am Lenkrad, wo man hier und da drücken kann. Da kann man trotzdem sauber auf die Straße achten. Nächste Nummer. Ja? Also das ist echt lächerlich. Solche Leute wie Monte, die sich jetzt zum Beispiel dann schon eine Community aufgebaut haben, wo es dann zum Beispiel heißt, oh nein, der hat einen Unfall gebaut, ja, das tut weh, Digga. Ja, und auf der anderen Seite, zwei Minuten später, wenn der Olle einen mit dem Rohrstock auf den Kopf hat, bis er Knockout geht, ja, mein Gott, finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn es nicht passt, verlass den Stream. Das sind auch Widersprüche, wo ich mir dann immer denke, ja, Unfall ist unnötig und hier ist unpassend und da ist unpassend und auf der gleichen Seite wie das Gegenteil behaupten. Selbe Nummer. Und das findet sich bei jedem YouTuber wieder. Also das ist echt Quatsch, verstehe ich nicht. Tja, bis ich mal wieder eine Freundin habe. Meine Fresse, hol den Jahreskalender raus. Es ist auch zu warm, ich schwitze. Weißt du, ich bin zu Hause. So viel um Ohren und dann bin ich zu Hause. Und ich weiß nicht. Ich habe jetzt bei YouTube. Bei YouTube gucke ich mir jetzt an. Ernsthaft, wie sie fertig essen. Probieren. 2 Stunden lang lief der Stream, wie fertig jetzt probiert wird. Auf der anderen Seite musst du dann sagen, gegenüber dem Fernsehprogramm Sky, PayTV, The Zone, Sport interessiert mich eh nicht. Und ja, Unity Media, TNT Film etc. Ist das immer noch eine Augenweide gegenüber dem, was du siehst? Ich habe hier einen 4K-Fernseher, ich habe im Schlafzimmer einen 4K-Fernseher. Und das Einzige, was mir qualitativ dann wenigstens ein bisschen was bietet, ist YouTube, obwohl es dann immer noch kein richtiges 4K ist. Beziehungsweise so runtergerechnet das 4K, wo man dann jetzt auch nicht von qualitativ irgendwie was reden kann. Da kannst du dir eine Blu-ray angucken, dass mehr Detail ist. Auf den Sack. Was mir auch auf den Sack geht, ist ja auch, es ist ja nicht so, dass ich jetzt unbedingt erwarte, irgendwas von YouTube zurückzukriegen oder von irgendwelchen Sponsoren oder irgendwas überhaupt, irgendwas, dass da in die Richtung was passiert. Aber dass ich im Schnitt so 10 bis 20 Deabonnierungen in der Woche habe und ich mich da hinsetze und wirklich auch wirklich Content produziere, wo sich ganz viele Leute einen Scheißdreck machen, die machen einen Clickbait-Thumbnail, das neue Need for Speed und dann sitzt da ein Vogel und lamentiert 10 Minuten über, ja, ich hätte gerne Need for Speed, was so und so aussieht und so läuft und sowas. Und ich mir dann die ganzen 10 Minuten dann einfach mal intensiv angucke, und da irgendeine Information drin ist, die nicht einfach nur aus Müll und dummen Gelaber besteht. Oder ich sage so ein typisches Montes macht einen Livestream, setzt sich dahin, frisst eine Pizza. Dieser Stream geht 15 Minuten. In der Zeit sind über 300, ich glaube sogar über 400, fast 500 Euro an Donations reingelaufen. Weil der Mann da sitzt, frisst eine Pizza und sagt ab und zu, ja Digga. Und macht gar nichts. So wie ASMR-Videos, wo man dann einfach nur... Wozu mache ich mir Mühe? Deswegen sagte ich auch schon mal...
ich Content machen. Ich kann auch einen Vlog machen. Das ist auch so ein Punkt. Vlogs. Ja? Da geht es um, was man erlebt. Der Hauptgrund, der Hauptpunkt Vlog ist, was ich erlebt habe. So, dann filmen die Leute sich 10 Minuten selber, dann siehst du 10 Sekunden, wie sie am Strand über den Sand laufen und dann wird nochmal 10 Minuten gelabert und dann heißt es, ich war in der Nordsee. In einem Vlog, wenn es um die Nordsee geht, möchte ich die Nordsee sehen, damit ich nicht eine scheiß Kackfresse direkt die ganze Zeit im Bild, ohne irgendwas von der Nordsee zu sehen, dann möchte ich ja die Nordsee sehen. Ostsee, scheißegal, wo du hingehst. Wenn ich einen Vlog habe, wo ich was erlebe, wo ich hingehe, dann muss ich auch von der Location was mitnehmen. Wenn ich in ein Museum gehe, ja, dann muss ich auch mal, dann muss ich doch mal in die Fachwerkhäuser und Freilichtmuseum etc., dann muss ich das auch mitnehmen. Weil die ganzen Leute rennen dort dann rum, machen 1000 Fotos Instagram. Erstens mal wissen die Leute, genauso wie auf Konzerten, die meisten Leute wissen nicht mal, wer wann aufgetreten ist und wer überhaupt. Hauptsache, die können irgendwelche 30-Sekunden-Videos machen und dann hier rum und kürzen und beschreiben und alles. Hauptsache bei Instagram hochladen. Irgendwelche Stars treffen, ja, wir müssen ein Selfie machen. Ich unterhalte mich mit den Stars lieber, wenn's, ne, wenn ich welche treffe. Songs of Anarchy etc., da habe ich Leute getroffen von 2016. Ich war auf verschiedene Veranstaltungen, ich habe Detlef Stevens zweimal getroffen. Wir haben uns eine Viertelstunde unterhalten, da haben wir ein Selfie gemacht, ja, aber auf meinem alten Account, der nicht mehr existiert. Das ist aber auch nur notgedrungen. Beim ersten Mal sagte ich, nein, danke, du schreist mir zu viel. So sieht's aus. Tja. Frauen kotzen mich an. Das ist genauso wie, ja, ich sage ja, ich habe ein paar Apps da nochmal runtergeladen. Und, ja, bei Luwu ist es zum Beispiel dasselbe. Das ist das blöde Matchspiel. Ich gucke ja nicht mal. Ich drücke dann einfach nur noch blind durch, weil ich die App ja nur testen will. Ich habe ein Match mit, wie viel? Mit 87 Personen. Ich will jetzt nicht rumholen. Ich habe ein Match mit 87 Personen. Meinst du, eine Person hat mir geschrieben und ich habe jede Person einfach mal angeschrieben, dann nur zum Test. Und ich bin von jeder einzelnen blockiert worden. Und von den 87, die jetzt schon gelöscht sind, da waren noch 12 Stück bei. Die haben mich angeschrieben und irgendeine Fake-Rezeptnummer angegeben. Das waren Fakes. Was du auch ganz oft hast. Du hast entweder Fake-Profile, die dann irgendeine WhatsApp-Nummer, die da nicht wirklich existiert, die dir dann irgendwelche Nacktbilder und irgendwelche Links schicken oder sie schicken dir den Link direkt in der Beschreibung. Also letztendlich, bei aller Liebe, aber seitdem das mit diesem Chat und mit diesen Partnerbörsen und Anonym-Chats etc. angefangen hat, das Einzige, was sich online vermehrt hat, waren Pädophile, Fakes, und Frauen, die aussehen wie ein Eimer, aber sonst was denken, was sie sind. Wir Männer sind die, oder ist es entweder, du siehst sowas von geil aus und bist durchtrainiert, oder du hast Geld, oder beides, das wäre der Optimalfall. Oder du hast einen guten Beruf und ein passendes Auto. Weil den Frauen geht es ja nicht darum. Allerdings, warum haben Männer, die Geld haben, gut aussehen oder beides, warum haben die dann immer die Frauen, die sich jeder wünscht, zu Hause, wenn das ja nicht den Tatsachen entspricht, wenn das ja alles, und auch wenn es hier im Frühstücksfernsehen, im Mittagsfernsehen, sonst wie gesagt wird, wenn das doch nichts zur Sache tut, und das soll ja angeblich wirklich gar nichts zur Sache tun, ich würde ja sonst wen auch nehmen und sonstiges, was man ewig hört. Es gibt ganz selten Einzelfälle, wo das wirklich Tatsache ist, aber zu, sagen wir mal wirklich 80, 87, 90% ist es Tatsache, dass das nichts mit der Realität zu tun hat und dass das einfach nicht funktioniert. Das ist schade drum. Ich muss sagen, ich habe Frauen gehabt, da war mehr drin. Ich habe Frauen gehabt, die sahen, mein Gott, sahen die aus. Ja, die habe ich auch länger gehabt. Natürlich habe ich es versemmelt, weil ich ein sehr dominanter und sehr schlechter Mensch bin. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber ich bin auch ziemlich hart in meiner Vorgehensweise. Ich bin auch kompromisslos, was sowas angeht. Das ist aber kein Grund, nicht zu finden. Schwer ist es auf jeden Fall. Verständlicherweise ist es verdammt schwer, was Passendes zu finden. Heutzutage erst recht. Wenn du jetzt halt nicht die erforderlichen Mittel hast, ja? Oder selbst wenn du dich auf irgendwelchen Online-Plattformen anmeldest, die Geld kosten. Gut, dann schreiben die halt mehr Fakes und es sieht so aus, als ob jemand schreiben würde, aber es läuft auch selber aus.
das war jetzt mal ein kleiner Real Talk. Den lade ich jetzt so hoch, wie er ist. Ich werde lediglich das Intro und Outro hier vorpacken. Das werdet ihr wahrscheinlich auch gesehen haben. Schneiden werde ich hier gar nichts, weil so eh überhaupt viel gesprungen. Und ja. Ich muss mir das, irgendwann muss ich mir das mal von der Seele ringen. Denn da ist auch dieser Punkt, du kannst auch normalerweise dann irgendwelche Frauen kennenlernen. Es geht. Das ist nicht das Problem. Du kannst ja wirklich Frauen kennenlernen online, das geht. Aber das Ende vom Lied ist, du bist der nette Freund, mit dem man sich unterhält, nachdem man mal wieder mit 3-4 Typen in der Kiste war, sich durch die Gegend gefickt hat und bei dir dann den ganzen Stress und alles ausreden kann, weil du bist der gute Freund etc. Diese Schiene läuft bei mir ebenfalls nicht. Und irgendwelche Frauen, die sich jetzt zum Beispiel jemanden gehören, ja, und da sage ich mal, wie es ist, die dann sagen, ja, das ist eine ganz normale Fremdbenutzung, das ist alles vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt diese dominant devote Schiene hat und sowas. Das ist das Letzte, was in Ordnung ist. Denn Monogamie, Treue und Ehrlichkeit ist das, was zählt. Und nicht irgendwelche Faktoren, Hauptsache ich safte mal eben irgendwo durch. Ja? Wie gesagt, ich habe auch mit Frauen was gehabt, die vergeben waren. Und da habe ich dann mal wiederum nichts von gewusst. Und das finde ich auch eine Schweinerei, weil du musst ja auch mal rechnen, wenn du jetzt eine alte Fixe und ich verrate, ist mir egal. Ja, aber du solltest mal rechnen, du verliebst dich in eine Frau, heiratest die Frau und du bist derjenige, der gelackmeierte, der angeschissen. Das musst du mal rechnen. Da sollte man immer dran denken. Deswegen sollte man sich das mal mehrfach überlegen, was man macht, mit wem und wieso. Tja, lass einen kleinen Mehl. Ich werde jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir haben noch nicht mal 6 Uhr. Ich bin müde mittlerweile. Ja gut, wir haben jetzt kurz vor 6. Ich bin jetzt echt müde. Will jetzt meinen kalten Eistee trinken, der mittlerweile auch schon pisswarm ist, weil das Notebook hier steht und der Lüfter pustet direkt aus Glas. Tja, wer sich das Video ganz angesehen hat, dem danke ich vielmals. Vielleicht stimmt ihr mir auch in manchen Dingen zu oder vollkommen oder gar nicht. Das könnt ihr kommentieren, die 5 Leute, die es wirklich gucken. Oder deabonniert mich am besten, wenn ich euch auf den Sack gehe. Denn ich habe so oft schon Kommentare gehabt, die habe ich dann einfach gelöscht mit deine Videos gehen mir auf den Sack. Dann guckst du mich an. Ganz einfaches Thema. Vielen Dank dafür. Ich werde jetzt noch den Simon Unge und Hannah Black und Tanzverbot und sowas mit in den Zettel packen. Ja, weil dann erreiche ich so 10 bis 20 Klicks mehr für das Video. Nicht, dass ich die Aufmerksamkeit will, nein, ich möchte nur mehr Leute erreichen mit meiner Meinung und vielleicht eine minimale Diskussion, die sowieso nicht zustande kommt, vielleicht anheizen, mal so ein bisschen Meinung zu klären. Ich sehe auch gerade, dass mein Akku jetzt blinkt, denn ich habe heute viele Videos hergestellt und mein Akku fängt an zu blinken. In diesem Sinne, ich bin raus. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.